Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich großartige Make-up-Neuheiten für euch, denn, vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch noch nicht, Asam Beauty hat Make-up. Und nicht nur das Magic Finish, eine Lidschattenpalette und ein bisschen was für die Augen und die Lippen, sondern nein, wir haben komplett Foundation, Concealer, Blush, Bronzer, Nagellacke, Lipglosse, alles Mögliche und wir werden das Ganze heute testen. Ich habe auch einen Code für die neuen Produkte bekommen, steht einmal hier. Damit könnt ihr ein bisschen was sparen auf alle Produkte im Sortiment, auch auf die neuen, außer auf Sale-Produkte, die extra als Sale deklariert sind, reduzierte Produkte, da gilt der Code aber. Ich schreibe euch aber alles unten einmal in die Infobox. Ich bin super, super, super gespannt, denn vielleicht wisst ihr, ich arbeite ja schon eine Weile mit Asam zusammen und ich wusste auch schon vor einigen Monaten, dass viele neue Produkte kommen. Ich wusste aber nicht so wirklich, was kommt. Und von einigen Produkten bin ich wirklich extrem überrascht, weil ich mir das nicht vorgestellt habe, dass sowas rauskommt. Und umso gespannter bin ich, denn für viele war Asam Make-up immer so ein bisschen sehr dezent, so kleine Tweaks. Asam ist eher so Skincare und Beauty gewesen und Duschen und Haare und so. Aber richtig Make-up war nie so präsent bei der Beauty-Community. Und ich habe vielleicht sogar einen Dupe zu der Kat Von D Good Apple Foundation, die ja vor einigen Monaten komplett viral gegangen ist. Ich bin hyped, ich bin super gespannt und ich freue mich riesig, riesig auf das Video. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich. Meine Hautpflege habe ich schon gemacht. Ich benutze dazu meistens dann die Aqua Intense Creme oder die Vitamin C Reihe. Auch darauf gilt natürlich mein Code. Aber ich möchte als erstes eine Foundation benutzen. Und zwar ist das die Silk Sensation Compact Foundation. Und ich dachte erst, dass das eine Puder Foundation ist. Denkste, das ist eine Creme Foundation, die super, super deckend aussieht. Ich habe sie in zwei Farben hier. Das ist einmal Creamy Nude und ich habe hier auch nochmal die Farbe True Beige, die so ein bisschen pinky ist. Und die werden wir jetzt direkt austesten. Primer gibt es, glaube ich, nicht. Aber dafür gibt es einen Foundation Brush. Der sieht recht klein aus, aber wir probieren es mal aus. Wir gehen hier einfach mal rein und schauen mal, wie das Ganze ist. Ist das ein Color Match? Ich nehme mir meinen Beauty-Schwamm. Wir probieren mal verschiedene Techniken aus und arbeiten uns die Foundation hier erstmal ein und wie immer eine halbe Seite. Die ist tatsächlich recht cremig, also ich glaube, mit dem Finger kann man sie auch super gut aufteilen. Aber wow, die Farbe ist grandios. Schaut euch mal das an. Ein Swipe. Tatsächlich habe ich außer von dieser Kat Von D Good Apple Foundation auch noch keine Compact Foundations so getestet. Umso gespannter bin ich natürlich, aber ich glaube, ihr erkennt sofort, wie schön die Deckkraft ist. Nicht zu doll, nicht zu leicht. Sie fühlt sich sehr, sehr pflegend auf der Haut an. Den Pinsel mag ich zum Foundation auftragen jetzt gerade nicht so. Ich glaube, dass der zum Konturieren aber eventuell sehr gut sein könnte. Mit dem Schwamm funktioniert es sehr, sehr gut. Ich probiere jetzt hier auch nochmal einen anderen Foundation Brush. Gehe hier rein. Am besten funktioniert es, glaube ich, wie gesagt, mit den Fingern. Also die meiste Deckkraft kriegt ihr natürlich mit einem Beauty Blender oder vielleicht mit so einem, es gibt ja so verschiedene Tools, mit denen ihr so Cremeprodukte auftragen könnt. Aber ganz ehrlich, der Glow auf der Haut ist wunderschön. Für viele war das Magic Finish vielleicht so ein bisschen zu trocken oder zu mousig. Deswegen glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Alternative, um einfach so ein bisschen, ja, mehr Deckkraft zu haben und es ist sehr einfach zu benutzen. Ich hatte ja auch neulich einen Livestream mit Asam und da wurde ich gefragt, was ich an den Asam-Produkten so gerne mag. Und tatsächlich ist es die einfache Benutzung. Also man muss nicht viel überlegen, wie man etwas aufträgt. Das ist alles sehr selbsterklärend und sehr vielseitig einzusetzen. Bevor es die neuen Produkte hier gab, habe ich auch aus der Lidschattenpalette die Augenbrauen gemacht. Ich habe damit einen Eyeliner gezogen. Ich habe mit den Lippenstiften Cream Blush gemacht. Also wirklich viele verschiedene Steps mit einem Produkt gemacht. Jetzt gibt es endlich alles. Aber ich muss sagen, die Foundation gefällt mir richtig, richtig gut, weil ihr seht, sie sieht sehr wet aus. Und ich hole mal das Licht. Schaut euch das mal an. Diese Bewegung auf der Haut. Wow! Sehr, sehr schönes Produkt. Ich bin gespannt, wie sie sich über den Tag verhält. Ich gebe euch dazu definitiv ein Update bei mir auf Instagram oder vielleicht sogar bei TikTok oder hier in den Kommentaren. Ich schaue mal, wie ich den Content gerecht verteile. Foundation, First Impression, top.
Jetzt kommen wir zu einem Produkt, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, denn es ist ein Concealer. Und zwar ein Concealer Stick. Das ist der Perfect Blend Concealer. Und den habe ich hier in der Farbe Beige. Wir tragen uns den mal auf. Ja, okay. Also, was das Problem, was ich mit Stick-Concealern habe, ist, dass sie meistens nicht schmelzen. Der schmilzt jetzt aber direkt bei Kontakt mit der Haut. Der Kraft ist eigentlich ganz süß. Ja, ich glaube, ich mag so Liquid-Concealer mehr. Vielleicht gibt es das auch. Ich hatte die jetzt aber nur nicht mit im Paket. Aber ihr seht, ne, das ist alles sehr, sehr glowy. Ich glaube, dass da sogar ein bisschen Pflege mit drin ist. Ich schaue gerade nochmal. Also bei der Foundation auf jeden Fall angereichert mit Miracle Spheres für eine Unterfüllung von Falten und feinen Linien mit Sofort-Effekt. Love that. Okay, also Concealer ist okay. Ich bin nicht so ein Fan von so Stick-Concealern. Aber ihr seht, der hält sehr, 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 sehr gut auf. Also ich bin ehrlich mit euch, ich bin ein bisschen überrascht, dass es mir so gut gefällt auf den ersten Eindruck. Weil ihr seht, ne, das ist vom Finish her ähnlich wie die Dior Foundation. Sehr glowy, sehr deckend, sehr ebenmäßig, ohne sich zu schwer auf dem Gesicht anzufühlen. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, das, da bin ich sehr gespannt, vielleicht habt ihr es schon getestet. Das ist das Magic Finish Final Touch Setting Powder. Super hochwertige Verpackung, also ich mag ja dieses Bronze-Rosé-Gold sehr gerne. Kommt hier mit so einem Sifter, so einem Siphon. Super fein. Und es gibt auch hier so ein, so eine Puderquaste. Weil bei Puder bin ich immer sehr picky. Also ich, vielleicht wisst ihr es, ich habe ja verschiedene Puder zusammengemischt, um mein ultimatives Frankenpuder zu entwickeln. Aber ich glaube, ich gehe noch mit ein bisschen Concealer runter. Ja, mit einem helleren Concealer, finde ich, kommt der Effekt der Foundation auch noch mal ein bisschen besser raus. Wir nehmen jetzt diese Quaste hier, gehen hier rein, tun, ich weiß nicht, wie viel ich brauche, und arbeite erstmal hier unten lang. Sekunde. Schaut euch mal diese Ecke hier an. Oh. Wow. Unter den Augen. Schaut hier. Alles komplett weich gezeichnet. Es fühlt sich super weich gezeichnet an. Also, wenn man jetzt mit dem Finger über die Haut geht, ist es sehr weich. Also wirklich, wirklich weich und nicht pudrig. Ich nehme jetzt meinen großen Pinsel, gehe hier rein, lade den Pinsel gut auf. Das ist krass. Kein Flashback unter den Augen. Die Foundation ist gesettet und das Puder wird mit jeder Foundation funktionieren. Freunde! Das ist das, was ich so an Make-up liebe, ne? Dieses Überraschen lassen, dieses... Okay, man geht mit. Ich bin mit keiner Erwartung rangegangen, weil ich die Produkte einfach auch noch nicht getestet habe. Aber wow. Jetzt haben wir einen Bronzer und da muss ich sagen, das Packaging ist wirklich schön, beziehungsweise das Pressing. Wir haben hier nämlich so eine Sonne. Außen sieht es recht matt aus und innen ist dann nochmal so ein Schimmer. Und wir mischen einfach. Auch den gibt es in verschiedenen Farben. Hat ein bisschen Kickback. Und damit gehe ich jetzt einfach hier rüber. Das ist die Farbe Deep, also es gibt den auch in heller. Aber ich glaube, für so ein... Gibt mir so ein bisschen Urlaubsvibes. Auch der lässt sich sehr, sehr gut verblenden. Vor allem mit dem Puder jetzt, ne? Ist das alles sehr weich gezeichnet. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber schaut euch das mal an. Ne? Ist jetzt natürlich dunkel. Ich habe auch den dunkleren Ton genommen. Aber der lässt sich sehr, sehr gut in den Rest des Gesichtes einblenden und ist dadurch recht weich. Also ohne harte Kanten und in Kombination mit diesem Puder, was die Hautoberfläche ja schon so weich gezeichnet hat, sieht das fantastisch aus. Wirklich, wirklich krass. Also da bin ich, muss ich sagen, bin ich super überrascht. Es gibt nämlich hier einen neuen Blush. Und der Blush, den es vorher gab, der war sehr, sehr pink. Jetzt gibt es hier so einen sehr soften Koralleton. Das ist die Farbe Desert Bloom. Und wir gehen da einfach mal mit einem großen Pinsel rein. Der ist super pigmentiert. Den kann ich mir auch als Monolidschatten auf dem Lid so ein bisschen vorstellen. Sehr, sehr weich. Auch der lässt sich recht gut in die Foundation einblenden. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran, dass ihr euch die Base einmal von Namen anschauen könnt, weil das ist krass. So seht ihr die Base auch nochmal von Namen und ich glaube, ihr könnt keine einzige Pore mehr in meinem T-Zonenbereich sehen. Das ist sehr, 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 sehr weich gezeichnet. Auch der Blush hat sich sehr gut in den Bronzer einblenden lassen. Base, top.
Ich sehe hier gerade noch, das hatte ich euch am Anfang nicht gezeigt, es gibt nämlich auch Nagellacke. Einmal in so einem schönen dunklen Bordeaux-Rot und so einem Nude-Ton. Und passend dazu Instant Dry Drops, die die Nägel bzw. den Nagellack wesentlich schneller trocknen lassen sollen. Ich trage keinen Nagellack, deswegen gebe ich das an euch. Aber ich wollte sie euch einfach mal zeigen, weil die Farben sehen sehr, sehr schön aus und passen auch so ein bisschen in die Kollektion, finde ich. Alles sehr erwachsen, aber trotzdem, es ist da. Weil oft haben wir das Problem in der Beauty-Make-up-Welt, dass diese erwachsenen Produkte sehr langweilig sind. Sehr soft, schlecht pigmentiert, wenig Textur, wenig Besonderheit. Aber die Base ist super weich gezeichnet. Wir haben was für die Augenbrauen und da gab es ja einmal die Augenbrauenstifte. Jetzt gibt es aber auch Augenbrauenpuder. Hier ist ja so ein Ding mit drin, das benutze ich nicht so oft, aber ich gehe jetzt mal hier in die hellere Farbe. Mir ist das zu fipselig meistens, aber es ist auf jeden Fall pigmentiert. Ich nehme mir mal einen anderen Pinsel und fülle mir damit so ein bisschen die Lücken auf. Ihr seht, auch die Helle funktioniert für mich ganz gut und ich muss sagen, schaut mal hier, die Farbe sieht ein bisschen grünlich aus, ist sie aber nicht. Sie ist so ein bisschen kühler. Also für blond auch gut geeignet. Auch hier außen kann man das gut aufbauen. Puderprodukte sind halt eher wirklich so ein bisschen für den Natural Brow Look. Aber ich glaube, ihr seht einen guten Unterschied. Funktioniert gut und ist eine gute Alternative zu diesen Anastasia-Produkten. Ich glaube, hier ist auch wesentlich mehr Produkt drin. Ja. Hier ist mehr als das Doppelte im Vergleich zu Anastasia mit drin. Na, hier sind 2x 0,8 Gramm und hier sind 2x 1,75 Gramm. Und qualitativ genauso gut. Also, wir haben Lidschattenpaletten. Und es gab ja diese kleine Lidschattenpalette. Davon gibt es jetzt auch eine neue. Und zwar haben wir einmal die Satin Eyeshadow Palette mit vier Farben. Ich swatch euch mal ganz kurz ein paar. Die sehen einmal so aus. Das Braun ist super pigmentiert. Aber wir haben auch hier diese große Palette. Und da ist auch noch ein Blush mit drin, glaube ich. Ja, kann man bestimmt als Blush gut benutzen. Erinnert mich so, ist auch wieder sehr schlicht, aber ich glaube, wir mischen mal. Wir mischen mal beide Paletten und ich starte als erstes mit diesem Braun. Das sieht tatsächlich im Pfännchen recht nass aus, also nicht so pudrig. Und das gebe ich mich hier außen hin. Ja, krass. Das ist diese nasse Textur. Ähnlich, vielleicht habt ihr ihn getestet, die Hatice Schmidt Bronzer. Die sind ja auch so ein bisschen nass von der Textur, so eine Mischung aus Puder und Cream. Super pigmentiert. Das kann ich eigentlich nicht sagen, ne? Aber es gibt in der Drogerie viele Marken, die es meiner Meinung nach. Ach, das ist mies. Ich sehe schon die Unterlassungsklage. Es gibt viele Marken in der Drogerie im Make-up-Game, wo ich sage, eigentlich ist es Zeit, dass sie die Drogerie verlassen. Und wenn ich jetzt diese Qualität hier sehe, bei einer kleinen Lidschattenpalette, bei einem Lidschatten Quattro, dann denke ich mir, ja. Könnte man ja auch mal austauschen, ne? Also, ihr merkt, ne, also, ich meine, ihr seht ja, wie es aussieht und wie es funktioniert. Ich halte das ja jetzt nicht in den Himmel hinaus, aber ihr seht ja den Effekt. Also, ich gehe mit einem normalen Blendepinsel da rein und blende die Farbe aus, baue sie mir ein bisschen auf und kann das Ganze dann gleich verdunkeln. Theoretisch müsste ich das aber gar nicht mehr, weil die Farbe ist schon super intensiv. Aber ich muss euch die Farbe hier nochmal zeigen. Die ist halt auch von der Textur her wieder so nass. Also das ist nicht pudrig, sondern wirklich nass. Geh mal mit einem ganz, ganz kleinen Detail Brush hier außen hin und setze mir die hier so ein bisschen in den Wimpernkranz. Und da seht ihr es, ne? Also ist sehr pigmentiert. Und damit kann ich ein schönes Lowlight setzen. Ich gehe jetzt mal mit einem flachen synthetischen Pinsel hier in diesen Goldton rein und gebe mir den auf mein bewegliches Lid. Ja, das ist nicht so ein krasser Schimmer. Mit dem Finger vielleicht. Also ist pigmentiert, aber es ist eher so ein Semischimmer. Probieren wir nochmal die Farbe, die sieht ein bisschen schimmernder aus. Und mit dem Pinsel kann ich mir dann auch hier gleich wie so eine Cut Crease ziehen. Die sind nicht ultra metallic, lassen sich dafür natürlich so ein bisschen weicher auf dem Auge verteilen und geben dem Auge so einen softeren Touch und nicht so dieses harte Metallic. Aber hier sind ja auch noch andere Farben drin. Also ich habe euch hier mal ein paar Swatches eingeblendet. Die sind schon krass pigmentiert, aber halt nicht metallic, sondern Schimmer. Für die Lippen habe ich den Lip Liner in der Farbe Almond genommen, denn es gibt einen neuen Lippenstift und das ist der Satin Lipstick. Die sind ja super pflegend mit Vitamin E. Aber die Farbe ist jetzt so das perfekte Nude. Schöner Nude-Ton, sehr, sehr schön und ich gehe rüber mit einem Gloss. Und auch der ist neu und das ist der Ultimate Lip Gloss in der Farbe Cream Cashmere. So ein richtiger Nude-Ton.
Riecht sehr gut, so wie die Lippenstifte, so ein bisschen süßlich. Ah, das Füßchen ist ganz spannend. Das ist den Gloss mit einem dunkelbraunen Lip Liner. Yes. Okay, wir haben noch eine Mascara und es gibt auch einen Eyeliner. Das ist der Miracle Eyeliner, der eine sehr präzise Faserspitze hat. Ermöglicht eine optimale dosierte Farbabgabe. Ich swatche euch einmal kurz. Ich nehme mal den Spiegel hier und ziehe mir nur hier außen einen Liner. Spannend, die Spitze ist nicht so wackelig. Die ist recht kurz und recht scharf, also spitz und fest, so dass das nicht so hin und her wackelt. Weil das ist das Problem, was ich bei Eyelinern oft habe, dass sie so groß, so rumwackeln und dann ist die Linie versaut. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, nur einen kleinen Wing gezogen. Ich kann euch keine Review zum Eyeliner geben. Ich wollte ihn euch aber einmal demonstrieren. Was wir aber benutzen können, ist eine neue Mascara. Es gibt zwei. Ich habe mich jetzt für die 5-in-1 Hybrid Mascara entschieden. Wimpernstärkend mit Baobab-Öl. Volumen- und strukturgebenden Reis- und Kanba-Bauwachs. Okay. Es gibt aber auch noch eine Serum-Mascara, die hat Reis und Japanwachs, Vitamin E, Mandelöl, die Feuchtigkeit spenden, Geschmeidigkeit und so ein bisschen Glanz und ja, so ein bisschen Pflege noch mit drin haben. Wir probieren auf der einen Seite mal diese hier. Es gibt mir so einen Cat-Eye-Look. Und auf der anderen Seite die andere. Die hat ein anderes Bürstchen. Sieht aus wie so ein Ball. Wow, ich fühle mich so ein bisschen wie Kim Kardashian auf der Met Gala 2018. Super spannende Produkte, sehr, sehr schlicht von der Farbstruktur her der Lidschattenpaletten, aber qualitativ sehr, sehr gut. Tolle Textur der Lidschatten, sehr cremig, sehr weich, fast schon nass. Lipgloss, fantastisch. Lippenprodukte, super. Foundation, Bronzer und Blush haben sehr gut miteinander harmoniert, aber ich glaube, dass für viele von euch dieses Puder hier ein Gamechanger sein kann. Schaut euch die Produkte mal online an, bestellt euch mal was und gebt mir unbedingt ein Feedback. Mit dem Code könnt ihr ein bisschen was sparen. Ich verdiene nichts an dem Code, das ist kein Affiliate-Code, macht euch da keine Sorgen. Fantastisches Puder in Kombination mit der Foundation. Ich fühle mich richtig, richtig gut. Ich bin super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Asam, für die Produkte. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Schaut vorbei, ich setze euch alles unten in die Infobox und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.